Hallo, hier ist Erika von Ernährenswert und heute geht es wieder um die Schwefelkur und die Wirkungsweise des anorganischen Schwefel. Zunächst einmal gibt es einen großen Unterschied zwischen organischem und anorganischem Schwefel. Der organische Schwefel, auch bekannt als MSM, hat eine ganz andere Wirkungsweise. Dieser unterstützt den gesamten Bewegungsapparat. Wirkt sich also positiv auf Knochenbau, auf Muskulatur, auf Sehnen, Knorpel, Gelenke und das Kollagen aus. Und der anorganische Schwefel hat eine ganz andere Aufgabe, nämlich er dient uns als Elektronenspender. Wenn wir den Schwefel einnehmen, wird unser Körper mit Elektronen geflutet. Das hat den Vorteil, dass zum Beispiel freie Radikale, die ja so heißen, weil ihnen nämlich genau eine Verbindung fehlt und sie sich deswegen auf Raubzug begeben. Sie sind auf der Suche nach einem freien Elektron und wenn wir Schwefel einnehmen und eine Überzahl haben an freien Elektronen, wird einfach eins davon genommen, das freie Radikal verbindet sich damit und ist unschädlich gemacht. Wenn uns solche Elektronen fehlen, dann gehen die Radikalen einfach so vor, dass sie eine Verbindung einfach auseinanderreißen, und zwar die erste, auf die sie stoßen, und klauen sich das Elektron. Das nennt man dann auch oxidativen Stress und der macht auf Dauer krank. Also müssen wir immer zusehen, dass wir ganz viele einen Elektronen, also quasi einen Überschuss an Elektronen haben, um das zu vermeiden. Und das schafft der Schwefel. Er ist einfach ein Milieuveränderer. Genau dasselbe passiert auch im Darm mit den Bakterien. Ja, der Schwefel verbindet sich mit unerwünschten Bakterien. Diese gehen über in die Fäulnis bzw. in die Gärung und werden über den Stuhlgang ausgeschieden. Bei anorganischem Schwefel handelt es sich nicht um ein synthetisches Produkt, sondern Schwefel hat ein ganz natürliches Vorkommen wie jedes andere Element des Periodensystems. Wir brauchen Schwefel. Ein Teil unseres Körpers besteht auch aus Schwefel und es ist wirklich essentiell für ganz viele Stoffwechselvorgänge, wie zum Beispiel den Eiweißstoffwechsel in unserem Körper. Und der anorganische Schwefel hat auch den Vorteil, dass es überhaupt keine Kontraindikationen gibt zur Einnahme. Das heißt, egal ob ihr Medikamente nehmt, wie Schilddrüsenmedikamente oder Herzmedikamente, oder wenn ihr gerade entgiftet mit Chlorella oder Zeolit oder sonst was, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Ihr könnt den Schwefel trotzdem nehmen. Weil, wie gesagt, die Wirkungsweise ist ja nicht wie ein Medikament, sondern es ist was ganz Natürliches. Ja? Diesen Überschuss an Elektronen könnte man auch daher bekommen, wenn man ein Sonnenbad nimmt regelmäßig oder barfuß am Strand spazieren geht oder nach einem Gewitter eben diese regengeschwängerte Luft einfach einatmet oder ganz viele dunkle Beeren isst. Ja, das sind überall auch diese Elektronen drin. Rohkost ist voll mit Elektronen. Es ist einfach, das Prinzip ist einfach nur einen enormen Überschuss zu produzieren, damit der Körper anfängt zu reagieren und der räumt dann auf. Der ganze Müll, der sich gesammelt hat, wird eben ausgeschwemmt. Das ist der anorganische Schwefel. Die Einnahme ist auch total problemlos für Schwangere, Stillende und auch Kinder, auch Kleinstkinder können den Schwefel schon einnehmen. Und Dr. Probst empfiehlt die Einnahme jeweils ein Teelöffel pro Mahlzeit, also dreimal ein Teelöffel am Tag. Bei mir persönlich ist es so, dass ich nur zweimal am Tag esse. Also ich nehme den dann nur zweimal einen Teelöffel. Manchmal ist es auch so, dass ich es vergessen habe und dann fällt es mir ein paar Stunden später ein und dann nehme ich es trotzdem auch ohne eine Mahlzeit. Also meine Erfahrung ist, dass es keinen großen Unterschied macht und man sollte sich damit nicht so stressen. Zusätzlich zur Einnahme trocken, wie ich es im ersten Video vorgemacht habe, oder das Abfüllen in Kapseln, kann man den Schwefel auch ganz einfach unter das Essen mischen oder auch in Fett auflösen. Also zum Beispiel in Kokosöl oder Leinöl oder Olivenöl, es in ein Salatdressing mischen und dann eben verzehren. Das geht alles ganz wunderbar. Sobald ihr den Schwefel einnehmt, werdet ihr die Wirkung an euch selber feststellen. Meistens dann beim ersten Toilettengang, nämlich den Geruch bzw. Gestank nach faulen Eiern.
Das ist eigentlich noch die harmlose Variante der Nebenwirkungen, denn bei manchen ist es auch so, dass sie auch aus den Poren ausdünsten. Das heißt also, sobald einem warm wird oder man etwas ins Schwitzen kommt, ist auch da dieser Schwefelgeruch wahrzunehmen. Weitere Nebenwirkungen können sein, auch Bauchschmerzen, Bauchkrämpfe, Durchfall, Übelkeit. Ja, das sind alles sehr unangenehme Nebenwirkungen, wo man wirklich schauen muss, wie lange hält das an. Ja, also das ist, man kann da keine Angaben machen, weil es so individuell ist von Mensch zu Mensch. Und es hängt sehr stark davon ab, in welchem gesundheitlichen Zustand der Körper sich befindet. Ja, also je angegriffener, je degenerierter der Körper ist, desto heftiger sind auch die Nebenwirkungen. Wenn die Nebenwirkungen nicht auszuhalten sind, dann würde ich dazu raten, vielleicht erstmal vorweg eine andere Maßnahme durchzuführen, um den Darm schon mal so aufzupäppeln, dass einfach eine andere Ausgangslage geschaffen wird. Das kann zum Beispiel sein ein Fasten. Ja, ein Fasten und danach, wenn die Phase wieder kommt, wo man langsam wieder Nahrung zu sich nimmt, dann natürlich auf die gesunde, ausgewogene Ernährung achten und dann eventuell mit dem Schwefel beginnen. Wird wahrscheinlich einen Unterschied machen, als wenn man das ohne Fasten macht. Wer mit Fasten keine Erfahrung hat oder nicht so der Typ dafür ist, der kann auch eine Darmreinigung machen, zum Beispiel die Amazonas-Darmreinigung oder Europa-Darmkur oder auch mit Cassia-Fistula entgiften. Und dann wird sich auch schon mal der Darm verändern und verbessern und eine bessere Ausgangslage ist geschaffen. Wer sich dazu entschließt, da durchzugehen und auch diese Nebenwirkungen in Kauf zu nehmen, der kann auch sich Linderung verschaffen. Zum Beispiel gegen diese Bauchschmerzen und Bauchkrämpfe könnte man gleichzeitig mit dem anorganischen Schwefel auch das MSM einnehmen. Denn MSM hat auch eine schmerzstillende Wirkung und wirkt sich da positiv drauf aus. Oder zum Beispiel, was ja oft bei Säuglingen gemacht wird, wenn sie ihre Bauchschmerzen, Blähungen, Koliken haben, ist, dass man den Bauch mit Kümmelöl einreibt. Das verschafft ebenfalls Linderung. Wenn ihr bestimmte Erfahrungen gemacht habt mit dem Schwefel oder noch weitere Tipps habt, wie man die Nebenwirkungen ein bisschen angenehmer gestalten kann, dann meldet euch. Ich habe mein Kontaktformular unten verlinkt und ich würde mich freuen, wenn ich gesammelte Erfahrungen und gesammelte Tipps einfach in dem nächsten Video weitergeben kann. Dieses Video hat länger gedauert, als ich dachte. Deswegen werde ich meine ganz persönlichen Erfahrungen dann im nächsten Video teilen. Und bis dahin wünsche ich euch alles, alles Liebe. Eure Erika.